ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht verklagte, am Ende unterworfen ist. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Amen. Sie sind nah, die letzten Tage. Katastrophen werden schlimmer. Stimmt. Die Hauskirchen werden unterdrückt durch das satanische Regime. Ja. Genau. Die dunkelste Stunde vor der Dämmerung ist das Omen der Ankunft des Herrn. Amen. Amen. In unserem Landkreis sind viele Brüder und Schwestern verhaftet und verurteilt worden. Wir sind alle angespannt, fühlen Angst und Schwäche. Wir glauben, was der Herr verhieß. Bald wird sein Tag gekommen sein. Amen. Wir müssen ernsthaft beten, bis ans Ende. Wir müssen Zeugnis ablegen und auf ihn warten. Amen. Wir der letzten Tage werden die Wiederkehr des Herrn begrüßen. Amen. Die Polizei ist da! Keine Bewegung! Hände auf den Kopf! Bleibt, wo ihr seid! Keine Bewegung! Schnauze! Runter! Keine Bewegung! Hände auf den Kopf! Los, Wiederkehr! Welches Gesetz bricht der Glaube? Schnauze! Da hinten! Keine Bewegung! Hände auf den Kopf! Wir haben kein Gesetz gebrochen. Fesselt sie! Benehmt euch! Was haben wir getan? Haltet endlich den Mund! Aufstehen! Wo ist das Gesetz? Kopf runter! Was fällt dir ein, hä? Verbreitest hier dein Evangelium? Na, warte du! Nicht, mein Freund. Dir zeige ich's. Das Evangelium. Eine fremde Religion. Wie kannst du es wagen? Aufstehen. Glaubst du immer noch? Rede! Na los, rede! Wo hast du die Bibel her? Na los, rede, spuck es aus. Verdammt! Hören Sie auf, ihn zu schlagen. Warum tun Sie das denn nur? Ja, wir haben kein Gesetz verletzt. Ruhe jetzt. Verdammt. Warum treten Sie ihn? Warum wohl? Weil ihr Gläubige seid. Das habt ihr nun davon. Und das Gesetz? Was klotzt du so? So behandeln wir euch, Gläubige. Haltet die Füße still. Du willst glauben? Du willst glauben? Wie kannst du es wagen? An eine fremde Religion. Eine fremde Religion. Glaubst du jetzt auch noch? Sprich, glaubst du immer noch? Du wagst es? Du bist ein ganz Aufsässiger, hä? Dir werde ich's zeigen! Du wagst es zu glauben? Sie bringen ihn um! Was ist mit dem Gesetz? Tun Sie das auf! Das ist illegal! Der Glaube ist kein Verbrechen, wie können Sie nur? Reißt euch zusammen! Warum tun Sie das? Welches Gesetz bricht der Glaube? Wollt ihr in den Knast? Ha? Kann man doch nicht mit ansehen. Fordert mich nicht heraus. Benehmt euch! Rein da! Beweg dich! Ich will nach Hause. Nach Hause? Abwarten. Deine Mutter leiht sich Geld. Hat sie keine 200 Yuan? Bleibst du hier. Jesus, hab Gnade mit mir. Sei bei mir. Sei bei mir. 1988, als ich 13 Jahre alt war, wurde ich während eines Gemeindeaustauschs im Dorf Xiao Wai inhaftiert. Einen Tag und zwei Nächte verharrte ich völlig verängstigt in diesem kleinen, dunklen Raum. Damals
wurden viele Menschen verhaftet, durch die Straßen getrieben oder zu harter Arbeit verurteilt, weil sie das Evangelium verbreiteten. Ich habe es nicht verstanden. Wir wollten gute Menschen sein, die den rechten Pfad einschlugen. Warum nur verfolgte uns die Regierung? Warum hasste die kommunistische Partei Gläubige dermaßen? Diese Fragen wuchsen in meinem kleinen Herzen. Stück ist es noch. Das geht schnell. Ich kann es kaum abwarten. Es ist Chenchis erste große Reise. Sie hatte sicher Heimweh. Natürlich. Es ist ja fast 2 Monate her. Ja. Die Zeit verfliegt. Glaubt ihr nicht auch, unsere Rückkehr wird triumphal? Ja, absolut. Genau. Na klar. Wir haben viel gelernt. Ja, alle werden froh sein, die Neuigkeit zu hören. Sicher. Papa! Qinghui! Da bist du ja. Wo sind Mama und Papa? Gleich ist Versammlung. Ah. Was ist da drin? Das erfährst du schon noch. Du siehst zufrieden aus. Mama! Ich bin zurück! Mama! Ist dir nicht kalt? Ach. Wie war's im Nordosten? Es war eisig kalt. Chancy, schön, dass du da bist. Du hast doch viel gelernt durch die Predigten. Ja, ich habe gute frohe Kunde für euch alle. Wunderbar. Was denn? Kommt alle mit! Los, los! Was hast du mitgebracht? Unser Mädchen. Bist du gespannt, was es ist? Ja, sag es uns. Was? Seht her! Die Worte des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat gesprochen. Der Heilige Geist los, hat gesprochen. Los, lasst es uns lesen. Ja. Nehmt alle Platz. Lobpreis hat Zion erreicht. Und Gottes Wohnort ist erschienen. Der heilige Name, von allen gepriesen, verbreitet sich. O, allmächtiger Gott, Haupt des Universums, Christus der letzten Tage, er ist die strahlende Sonne über dem Berg Zion, der majestätisch und erhaben über das Universum ragt. Amen. Der siegreiche König sitzt auf seinem glorreichen Thron. Er vollbrachte die Erlösung, führte sein ganzes Volk an, um in Herrlichkeit zu erscheinen. Er hält das Universum in seinen Händen. Und mit seiner göttlichen Weisheit und Macht hat er Zion erbaut und es befestigt. Mit seiner Majestät richtet er die sündige Welt. Er richtet alle Länder und Völker, die Erde und das Meer und alles Leben darin, sowie jene, vom Weine der Unzucht berauscht. Gott wird sie gewiss richten und er wird ihnen zürnen. 1991 hörten wir die Worte des Heiligen Geistes in einer Hauskirche. Alle waren überglücklich und wollten die Nachricht gleich verbreiten. Immerzu wurden alle 1 bis 2 Tage die Worte des Heiligen Geistes herausgebracht. Gottes Worte enthüllten viele Wahrheiten über den Glauben an Gott und die Geheimnisse der Bibel. Und sie zeigten uns den Weg, um die Wahrheit zu praktizieren und für den Lebenseintritt. Gottes Wort jeden Tag zu lesen, gab uns das Gefühl, genährt zu sein. Wir befanden uns alle stets in einem Freudentaumel. Ein halbes Jahr verstrich.
Und die Verfolgung und Verhaftung der kommunistischen Partei fand uns wieder. Meine Eltern und mein Bruder wurden verhaftet. Woher kommen die Bücher? Wer hat sie gedruckt? Hä? Ihr wollt schweigen? Und du? Ich weiß nichts. Organisierst du die Treffen? Hm? Sag mir, woher stammen diese Bücher? Weiß nicht. Na gut. €600 Strafe? Hm. Die Polizei hat uns den Kassettenrekorder weggenommen. Wir sollen uns Geld leihen. Diese miesen Kerle. Wo bekommen wir so viel Geld her? Sie können gehen. Gläubigen, Strafe aufzubrummen, macht sich bezahlt. Das mit den Büchern muss man ermitteln. Jawohl. Papa. Ist etwas Eiersuppe. Ja. Chen-Chi, deine Sachen sind gepackt. Die Polizei
geht der Quelle des Buches auf den Grund. Bei Seigneur bist du erstmal sicher. Bis Gras darüber gewachsen ist. Ja. Sei unterwegs vorsichtig. Was soll das? Ganz was tun Sie da? Mama! Was soll das? Keine Bewegung! Wo habt ihr die Bücher her? Wer hat sie gedruckt? Sag's uns! Sag's uns! Hauptmann? Hauptmann. Setzen! Li Chen-Xi. Du bist jung und doch so mutig. Und im Besitz christlicher Bücher. Wusstest du, dass unsere Regierung bei Hauskirchen rigoros durchgreift? Heimlich druckt ihr religiöse Schriebe und verteilt sie an die Kirchen. Weißt du, wie dieses Verbrechen heißt? Verbreitung von Kultliteratur und Kultpropaganda mit der Absicht, die Regierung zu stürzen. Dafür allein gibt es 10 bis 20 Jahre. Wusstest du das? Diese Bücher. Wo sind die her? Gesteh! Wenn du nicht gestehst, winkt noch mehr Ärger. Mein Glaube ist kein Verbrechen. Ich habe nichts zu gestehen. Na sowas. So jung und schon so eine harte Nuss. Du bist deiner Kirche wohl hörig, hm? Rede! Na los! Du bist erst 17. Ungern drohen wir mit Arbeitslager. Wenn du uns alles erzählst, was du weißt, schicken wir dich nach Hause. Wie klingt das? Gläubige wollen gute Menschen sein, die Gottes Worte lesen. Warum lasst ihr uns nicht in Ruhe? Warum verfolgt ihr uns? Törichtes Mädchen. Was weißt du schon? In China ist alles, was die Kommunistische Partei ablehnt, illegal. Verstanden? Du glaubst nicht an die Partei, verbreitest das Evangelium und schwörst auf deinen Gott. Immer mehr glauben an Gott. Der Partei folgen immer weniger. Wir müssen euch kriegen, euch ausradieren. Das ist die Politik der Partei. Das ist das Gesetz. War das deutlich? Mach Maul auf! Na los! Sonst wird es dir leid tun. Du, mitkommen. Vorwärts! Los! Renga, mach schon, los! Papa! Chen-Xi, bleib schon hier. Chen-Xi! Willst du nicht reden? Bringen wir Papi zum Reden. Na? Los!
Bleib sitzen. Das hat mit Papa nichts zu tun. Warum schlagen Sie ihn? Im Ernst? Spuck's aus. Wo hat deine Tochter die Bücher her? Wer hat sie gedruckt? Ach, verdammt. Papa! Dich schlagen! Papa! Papa! Kannst du das mit ansehen? Mistkerl! Papa! Lass mich! Papa! Sag's uns! Rede endlich! Los! Rede! Zu weinen. Weine nicht. Hier. Die kommunistische Partei ist schrecklich. Die Kleine glaubt doch nur an Gott. Das ist nicht Unrecht. Doch sie schlagen ihren Vater. Und sie muss auch noch zusehen. Das ist grausam. Über deinen Fall wissen wir jetzt alles. Sieh nur. Jemand hat gestanden und durfte heimgehen. Ist es nicht albern, dass du so stur bist? Gestehst du alles? Lasse ich euch gehen. Dich und deinen Vater. Darauf hast du mein Wort. Ob Papa hier rauskommt, liegt allein bei dir. Ich stelle Fragen. Du nickst oder schüttelst den Kopf. Bist du zu einem Treffen nach Wangja gefahren? Bist du in den Nordosten gefahren, wegen der Predigten? Wer hat damals gepredigt? Die Bücher. Wer druckt sie? Na? Ich kenne sie nicht. Ich weiß nichts über die Bücher. Thank you.
meiner Klasse. Sei nicht albern. Hä? Ist das nicht Lee Jong-daos Tochter? So ein braves Kind. Was macht sie da? Die Partei erwischt alle Gläubigen, selbst die Kinder. Sie ist doch bloß ein Teenager. Woran könnte sie in ihrem Alter schon glauben? Hat sie denn nichts Besseres zu tun? Jedem, was jedem gebührt. Gott, bitte zügle Satan. Versiegle seinen Mund. Der verdächtige Bruder Schun steht unter Arrest. So will es das Gesetz. Lee Chen-si steht unter Arrest. So will es das Gesetz. Sie hat unerlaubterweise Kultliteratur verbreitet und die allgemeine Ordnung gestört. Wang Yukai. Schreib einen Bußbrief. Sitzt du auf den Ohren? Schreib schon! Na los, mach schon, ja? Das sind 3 Jahre Arbeitslager. Und 3 weitere, wenn du danach immer noch glaubst. Und dann wieder 3. Du wirst im Gefängnis verfaulen. Schreib, oder du kriegst, was du verdienst. Lee Chen-si? Ja? Komm her. Von deinen Eltern. Deine Familie schickt dir Bettzeug? Ja. Was ist los? Es ist zu heiß für so eine dicke Decke. Ich komme ins Arbeitslager. Hey, mach dir keinen Kopf. Vielleicht ist da etwas drin. Ja? Was guckt ihr denn so? Komm. Sieh nach, was es ist. Hier ist mehr. Verliere nicht den Mut. Sei nicht schwach. Und ich mache die Dinge klar für dich. Die Straße zum Königreich ist steinig. Nichts ist einfach.
Du willst auf einfache Weise Segen erhalten, nicht wahr? Heute muss jeder bittere Prüfungen bestehen. Ohne diese Prüfungen würde eure Liebe zu mir nicht wachsen. Und ihr würdet mich nicht wirklich lieben. Selbst wenn diese Prüfungen unbedeutend wären, jeder muss sie durchlaufen. Der Schwierigkeitsgrad der Prüfungen variiert von Mensch zu Mensch. Wer meine Bitterkeit teilt, teilt auch meine Süße. Das ist meine Verheißung und mein Segen für euch. Zögert nicht, meine Worte zu essen, zu trinken und zu genießen. Wenn die Dunkelheit weicht, erstrahlt das Licht. Vor Sonnenaufgang ist es am dunkelsten. Daraufhin erhellt sich der Himmel Schritt für Schritt. Und dann geht die Sonne auf. Sei weder verängstigt noch scheu. Ich glaube an den wahren Gott. Ich werde ihn niemals verraten. Große Worte für ein kleines Mädchen. Dir gefällt das Arbeitslager sicher. Shenshi. Chen Hui, wo ist Papa? Er ist schon draußen. Unsere Tante hat ihre Beziehungen spielen lassen. Sonst wärt ihr jetzt im Lager. Lass uns heimgehen. Mhm. Verhaftet und verfolgt zu werden, zeigte mir, wie sehr das satanische Regime Gläubige hasst und die Wahrheit in Gottes Worten. Einzig Gott besitzt die wahrste Liebe für die Menschen. Und Gott ist unser Fels in der Brandung. Ab 1995 zog ich durch Henan, Hebei und Shaanxi, um das Evangelium des Königreichs mit meinen Brüdern und Schwestern zu teilen. Sind die Kundgebungen des Heiligen Viele, Geistes, die Worte des allmächtigen Gottes lasen, erkannten Gottes Stimme und dass er der Herr Jesus ist, der zurückgekehrt ist. Einer nach dem anderen nahmen sie das Werk des allmächtigen Gottes in den letzten Tagen an. Nur wer das Werk des allmächtigen Gottes der letzten Tage annimmt, kann ins Himmelreich. Sei Gott, das ist wunderbar. Akzeptieren wir das Wort des allmächtigen Gottes der letzten Raus Tage. Raus hier! Wir glauben an den Herrn der Bibel. 1996 startete die Kommunistische Partei eine landesweite Operation, um gegen sogenannte illegale Aktivitäten vorzugehen. Hauskirchen, insbesondere die Kirche des allmächtigen Gottes, fielen Massenverhaftungen zum Opfer. Wo ist Ihre Tochter? In diesem Jahr kam die Polizei zu mir nach Hause, um mich festzunehmen. Also wagte ich nicht mehr, dorthin zurückzukehren. Ich war eingeschüchtert und verängstigt angesichts der Unterdrückung durch die Kommunistische Partei. Wir beteten und verließen uns auf Gott und teilten das Evangelium und taten, angetrieben von Gottes Wort, unsere Pflicht. Ist Li Zhongdao da? Li Zhongdao. Hallo, Li Zhongdao. Geh ins Krankenhaus. Warum denn das? Identifizierung einer Leiche. Eine Leiche? Eine Leiche?
Was ist geschehen? Leiche. Was geht hier vor sich? Ihre Tochter ist tot. Oh. Mama! Mama! ...1998 erfuhr ich, dass Mutters geistige Gesundheit litt. Nach diesem Schicksalsschlag war sie nie mehr dieselbe. Ich wollte wirklich heimgehen und sie sehen. Aber ich hatte Angst, verhaftet zu werden. Erst 2004 war ich wieder in der Nähe, also fasste ich meinen Mut zusammen. Papa. Mama. Shanxi? Mama, ich bin's. Shanxi? Mama. Du bist zurück. Das bin ich. Shanxi ist wieder da. Papa. Shanxi ist zurück. Wie schön, dass du da bist. Hat dich jemand gesehen? Nein. Papa, und deine Gesundheit? Mir geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Shanxi. Shanhui. Du bist zurück? Ich dachte... Mama, was suchst du denn? Hier ist etwas Süßes. Mama, ich hole es mir selbst. Du magst doch Süßigkeiten. Mama. Oder? Greif Mama. Zu. Ich mach dir ein Spiegelei. Das magst du doch so gern. Mama, lass nur. Wir wollen doch nicht die Nachbarn wecken. Ich bin leise. Mama, lass nur. Leise. Mama. Schon gut. Lass sie nur. Shanxi liebt Spiegeleier. Oh, mein Schatz liebt Spiegeleier. Papa, was ist mit Mama los? Seitdem du fort bist, hat uns die Partei beobachtet. Polizisten und Dorfkader fragen andauernd nach dir. Mama hat Angst, dass sie dich verhaften. Und dass man mich auch verhaftet und totschlägt, so wie Bruder John. Sie war immer verängstigt. Das Eingangstor hielt sie immer geschlossen, damit die Polizei nicht hineinstürmt. Dann kam
ein Polizist, und bat uns, eine Leiche zu identifizieren. Er sagte, du wärst tot. Und das hat sie nicht verkraftet. Jetzt ist sie so. Der Glaube der Familie war wunderbar. Ich ahnte nicht. Schon gut. Anderes Thema. Dich zu sehen, tut mir unendlich gut. Henshi, bleibst du ein paar Tage? Die Polizei war gerade erst wieder hier. Ich kam, um euch zu sehen. Vor Tagesanbruch gehe ich. Papa, ich habe für Mama und dich Kleidung gekauft. Das musst du doch nicht. Probier's an. Schau, ob es passt. Liebes Knecht. Nein, werde ich nicht. Jensi, bleib bei uns. Papa, ich muss gehen. Wir verbreiten das Evangelium. Und viele wissen nicht, dass Gott zurückgekehrt ist. Ich kann wegen Familienangelegenheiten meine Pflicht nicht vernachlässigen. Ich wäre Gott gegenüber untreu. Sei vorsichtig da draußen. Bete und vertrau auf Gott. Sieh dich vor. Die Polizei sucht dich noch. Du solltest gehen. Ich kümmere mich ums Haus. Oh Gott, du kennst meine Schwächen. Bitte erleuchte und führe mich. Gib mir Glaube und Kraft, um standhaft zu sein.
Früher kamen alle Menschen vor Gott, um ihre Vorsätze zu fassen. Sie sagten, wenn sonst niemand Gott liebt, muss ich ihn lieben. Läuterung, such dich nun heim, da dies nicht zu deinen Auffassungen passt, verlierst du deinen Glauben an Gott. Ist das etwa echte Liebe? So oft hast du über Hiobs Taten gelesen. Hast du sie vergessen? Wahre Liebe kann nur aus dem Glauben heraus Form annehmen. Du entwickelst wahre Liebe für Gott durch die Verfeinerungen, die du durchmachst. Und durch deinen Glauben kannst du bei deinen wahren Erfahrungen auf den Willen Gottes achten. Und durch den Glauben entsagst du deinem Fleisch und strebst nach dem Leben. Genau das sollte der Mensch tun. Wenn du es tust, so wirst du Gottes Handlungen sehen. Fehlt dir der Glaube, so wirst du Gottes Handeln nicht sehen. Auch wirst du sein Werk nicht erfahren. Im höchsten Maße werden Glaube und Liebe in dieser Phase seines Werks verlangt. Die kleinste Unachtsamkeit lässt uns straucheln. Diese Phase seines Werks ist anders als jene Phasen zuvor. Gott perfektioniert den Glauben der Menschheit, welcher unsichtbar und ungreifbar ist. Was Gott tut, ist Worte in Glaube, Liebe und in Leben zu verwandeln. Der Mensch muss hunderte Male verfeinert werden, bis sein Glaube größer als der Hiobs ist. Unfassbares Leid muss er ertragen, allerlei Folter, ohne Gott je zu verlassen. Ist er bis zum Tode gehorsam und ist sein Glaube an Gott groß, ist diese Phase des Werks Gottes vollendet. Amen. Amen. Dank sei Gott. Die Worte Gottes sind stets da, um uns zu helfen und zu nähren. Mhm. Sein Wort erhält unser Herz und gibt uns Kraft. Ja, seine Worte sind wunderbar. Ja. Ja. 2009 nahm ich den Namen Fang Ji an. Ich reiste durch Sichuan, Anhui und Shandong als Tätigkeit für die Kirchenarbeit. In diesem Jahr hat die Kommunistische Partei noch eine landesweite Operation gegen die Kirche des allmächtigen Gottes gestartet. Gehen wir an die Polizei! Stopp! Was tun Sie da? Halt! Anhalten! Schreckensnachrichten über die Verhaftungen von Brüdern und Schwestern flatterten aus dem ganzen Land herein. Bruder Xiao Li und Schwester Yu Ling, zwei hochrangige Leiter, wurden ebenfalls verhaftet. So viele Verhaftungen von Gläubigen hatte ich in all meinen Jahren noch nicht gesehen. Eine dunkle Bedrohung senkte sich auf China herab. Nirgends schien es sicher zu sein. Die Atmosphäre von Angst und Schrecken war erdrückend. In jenem August kam die Welle der Massenverhaftungen nach Lingyi, Shandong, wo ich das Evangelium verbreitete. Die Kommunistische Partei entsandte Hundertschaften, um Straßen abzuriegeln und Christen einzusperren. Halt! Aufstehen! Handschellen an! Keine Bewegung! Warum verhaften Sie uns? Keine Bewegung! Handschellen! Du musst gehen! Schwester Chi und die anderen wurden verhaftet. Du musst schleunigst die Stadt verlassen. Es geschah alles so schnell, dass ich nicht wusste, wohin.
Menschen aus Shandong und Jiangsu wurden weggesperrt und Henan wurde zum Zentrum der Säuberungen durch die kommunistische Partei. Die Lage in Yunnan, Guizhou und Sichuan war ebenfalls angespannt. Mir fiel nur noch ein Ort ein, an den ich gehen konnte. Routinekontrolle, Ausweise bereithalten. Sie. Ihren Ausweis. Ihren Ausweis. Ausweis. Gott, führe mich bitte. Wohin soll ich gehen? Schwester Feng? Hallo. Das ist Schwester Feng. Hallo. Sie ist nach Fuyang geflohen und bleibt ein paar Tage bei uns. Gern. Setz dich. Ruh dich etwas aus. Na, bleib hier und entspann dich. Lernt ihr ein Lied? Ja. Schwester Feng. Ja? Bringst du das bitte heute zur Schwester Liu? Sie soll es an Suju schicken. Hm, klar. Könnt ihr es schon? Grob. Singen wir zusammen. Gern. Vor ein paar Tagen erfuhr ich aus Henan, dass Bruder Xiao Li 15 Jahre erhält. 15 Jahre? Und 4 weitere erhielten 10 Jahre und mehr. So harte Urteile? Welches Gesetz bricht der Glaube? Ach, und Schwester Yuling, was hat sie bekommen? Hast du es nicht gehört? Schwester Yuling wurde totgeprügelt. Totgeprügelt? Sie war 5 Tage in Haft, als man sie zu Tode folterte. Ihr Ehemann fand lauter blaue Flecken an ihr. Die Polizei schweigt.
Sie beteuerten, es sei ein Herzinfarkt gewesen. Und die Wunden wären postmortem aufgetreten. Ist Mama noch nicht zurück? Mama? Schwester Fing! Irgendjemand hat mich verfolgt. Hast du sie abgeschüttelt? Mhm, das habe ich. Wir sind hier nicht mehr sicher. Wir müssen verschwinden. Mhm. Wir gehen zur alten Wohnung meiner Schwester. Ja. Gern. Dann lass uns packen. Mach eine Pause. Ja. So oft sind wir mittlerweile umgezogen. Darin steckt eine Lektion für uns. Wer Gott folgt, muss Leid ertragen. Ich kann nicht mehr. Ich bin nervlich am Ende. Immer wenn ich ein Geräusch höre, schlägt mein Herz wie verrückt. Aus Angst vor der Polizei. Sie verfolgt mich schon in meinen Träumen.那是因着他的心，约翰看见人子荣耀的形象，是因着他的心，看见末世的异象，更是因着他的心。那些所谓的外邦的众百姓。
2012 startete die Kommunistische Partei die nächste Welle der Massenverhaftungen gegen die Kirche des allmächtigen Gottes. Einige Tage zuvor bin ich nach Suzhou gefahren, um das Evangelium zu verbreiten. Ich war genauso vorsichtig wie immer. Aber ich wusste nicht, dass die Falle gleich zuschnappen würde. Hallo? Keine Bewegung! Rein da! Was wollen Sie? Los! In die Hocke! Ich frage dich nochmal. Bist du Fang Ji? Bist du Kirchenleiterin? Glaubst du, dass wir nichts wissen? Wir haben die Bücher, die ihr druckt, beschlagnahmt. Du bist die Verantwortliche. Steh auf! Hoch jetzt! Raus damit! Wo hat die Kirche ihr Geld? Ha? Verrate mir schon deinen Leiter. Wirst du reden? Ha? Wirst du reden? Wirst du reden? Wirst du reden? Wirst du reden? Ha? 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 Wirst du reden? Wirst du reden? Wirst du reden? Wirst du reden? Im Gegenzug sagen Sie mir erst, wie Sie heißen. Was interessiert dich das? Sie verhören mich. Ich habe das Recht zu wissen, wie Sie heißen. Verdammt. Aufstehen! Mist, sie ist tough. Hoch! In die Hocke! Mehrere Beamte haben es versucht, aber sie haben nichts aus mir herausbekommen. Sie haben mich nach Nanjing gebracht, um mich weiter zu verhören. Bist du nicht Fang Ji? Die Kirchenleiterin? Spuck's aus! Glaubst du, du kannst uns hinhalten und dem Gefängnis entgehen? Verlass dich nicht aufs Glück. Das Zentralkomitee befiehlt, bei euch kräftig aufzuräumen und die Kirche des allmächtigen Gottes zu beseitigen. Hältst du felsenfest am Glauben fest, kommst du nicht nur ins Gefängnis. Dein Leben steht auf dem Spiel. Ist es das wert? Denk darüber nach. In China kann nur überleben, wer der Partei folgt. An Gott zu glauben, ist einfach keine Option. Nach meiner Verhaftung hat mich die Polizei weder die Augen schließen lassen, noch einen Bissen essen lassen. Bleib wach! Nicht schlafen!
Nach 3 Tagen und Nächten Folter war ich völlig erschöpft. Es hat sich so angefühlt, als würde ein schweres Gewicht auf meiner Brust lasten und ich bekam kaum Luft. Du hast noch 30 Minuten. Wenn du dann noch schweigst, wird die nächste Schicht nicht mehr so nett sein. Es ist jetzt 2:30. Du hast bis 3 Uhr Zeit. Sind um. Hast du es dir überlegt? Hat sie gestanden? Minuten. Noch 5 Minuten. Überleg's dir gut. Sag nachher nicht, du hättest keine Chance gehabt. Ich weiß nicht, was sie mir noch antun werden. Bitte beschütze mich, damit ich das durchstehen und Zeugnis ablegen kann. Dies ist die Zeit, in der ich dich prüfen werde. Wirst du mir deine Treue darbringen? Wirst du mir bis ans Ende des Weges mit Treue folgen? Fürchte dich nicht. Mit meiner Unterstützung, wer könnte je den Weg blockieren? Wie sieht's aus? Hast du dich entschieden? Ich mache nichts Illegales. Ich habe nichts zu stehen. Verdammt, du harter Knochen! Gibt es in deiner Familie irgendwelche Krankheiten? Sie hat ein schweres Herzleiden. Die nehmen wir nicht. Passt schon. Sie bleibt nur 1 Woche. Die stirbt schon nicht. Rein da. Ausziehen für die Leibesvisitation. Zieh dich aus. Los. Runter damit. Mach schon. Z-
zieh alles aus. Wird's bald? Alles. Hörst du mich? Soll ich nachhelfen? Mach! Arme strecken. Beine spreizen. Dreh dich um. Dreh dich um! Beine spreizen. Arme strecken. Raus damit. Umdrehen. Streck sie aus. Umdrehen. Beine spreizen. Höher. Rein da. Na los. Kümmert euch gut um sie. Was hast du angestellt? Warum bist du hier? Ich glaube an Gott. Und wo ist dein Gott jetzt? Genau. Wo ist er jetzt? Runter damit. Wieso denn? Leibesvisitation. Das haben sie schon gemacht. Wir müssen noch mal ran. Das ist die Regel. Los. Mach schon. Worauf wartest du? Beeilung. Los, hör auf zu trödeln. Geht's etwas schneller? Du ziehst alles aus. Jetzt tu doch nicht so unschuldig. Mach! Beine spreizen und in die Hocke. Runter! Ich habe meine Tage. Quatsch nicht, mach jetzt! In die Hocke! Schneller! Hoch! In die Hocke! Hoch! In die Hocke. Hoch. In die Hocke. Hoch. In die Hocke. Die kommunistische Partei ist wirklich böse. Sie sind niedriger als Biester und verdienen Verdammnis. Niemand darf ihr helfen. Hörst du mich?
steh auf. Jetzt ist deine Schicht, na los. Von meinem ersten Tag in der Haftanstalt an musste ich jede Nacht eine 2,5-stündige Schicht übernehmen. Ich musste pausenlos auf- und abgehen. Selbst wenn mein Herz mir Probleme bereitete. Hey, weg von der Wand. Na los. Sonst wäre ich am nächsten Tag mit einer 5-stündigen Schicht bestraft worden. Ich habe wirklich erfahren, wie es ist, wenn sich jeder Tag wie ein Jahr anfühlt. Sun Jing, beeil dich! Putz nicht so lange Zähne! Schlurf hier nicht so rum! Das Essen kommt bald, beeilt euch! Li Chen Si, komm her! Putz das Bad! Vorwärts! Das nennst du Schrubben? Steck deinen Arm da rein. Mach es sauber. Rein da. Tiefer. Ihr könnt essen. Ich muss zur Toilette, bitte. Ich auch, bitte. Muss noch jemand aufs Klo? Ich hier. Nur zu. Stehen bleiben. Wie geht man runter? Die Zeit ist um. Geh nächstes Mal. Zurück. Was schaust du so? Verstehst du nicht? Sie sagte zurück. So nicht. Deine Pantoffeln. Stell sie gerade. Es gab dort weder Freiheit noch Würde. Es gab Regeln fürs Sitzen. Gehen und um von der Plattform runterzugehen. Ich muss zur Toilette, bitte. Verkneif's dir. Selbst die Benutzung der Toilette, das grundlegendste aller Menschenrechte, war streng begrenzt. Sun Jing hat sich in die Hose gemacht. Ah, das ist peinlich. Sun Jing, was zum Teufel stimmt mit dir nicht? Mach das weg, sofort. Wer hat dir erlaubt, auf die Plattform zu pinkeln? Mach es sauber. Bist du minder bemittelt? Mit dir stimmt was nicht. Hör auf zu heulen. Beweg dich. Einige Gefangene haben schließlich ihren Verstand verloren.
Sie hielten der Folter und Misshandlung nicht stand. Du tust auch nur so. Das ist gespielt, stimmt's? Ist es echt? Bitte sehr. Iss. Greif zu. Dieses Gefängnis der kommunistischen Partei war die Hölle auf Erden. Li Chengxi? Sie ist auf der Toilette. Zum Verhör. Li Chengxi, wir wissen alles über deine Familie. Du heißt doch nicht Fang Ji? Du willst nichts sagen, weil du Angst hast, deinen Gott zu verraten. Ein Judas zu sein. Deine Kirchenfreunde wissen längst, dass du geplaudert hast. Sie werden dich nicht zurückwollen, wenn du aus der Haft kommst. Du bist sowieso erledigt. Dein Fall ist besonders. Wir können dich hier behalten, solange wir es für richtig halten. Denk darüber nach. In meinen ersten 3 Monaten im Gefängnis hat mich die Polizei regelmäßig verhört. Manchmal von morgens bis abends. Rede! Wegen ihrer ständigen Drohungen und Verlockungen habe ich unter unglaublichem Druck gestanden. Was du in Suzhou gemacht hast. Manchmal hatte ich Panik und ein enge Gefühl in meiner Brust und Schmerzen in meinem Herzen. Zusätzlich zu den Verhören zwangen sie mich, täglich Videos anzuschauen, die die kommunistische Partei verherrlichten und darüber zu sprechen, was ich gelernt hatte. Li Chengxi? Das war eine andere Art von Folter für mich. 18. Nationalkongress. Sag was. Ich habe nichts zu sagen. Musst du aber. Ich hoffe, dass die Partei sich ans Gesetz hält, Glaubensfreiheit gewährt und Christen nicht weiter verfolgt. Du hast eine große Klappe. Aufschreiben. Die nächste. Als der Winter hereinbrach, wurde es Tag für Tag kälter. Schnell, Beeilung! Und meine Tage im Gefängnis wurden noch härter. Mit der Trödelei. Beeilt euch! Es ist eiskalt! Tschick! Die Partei ist so verdammt böse! Das eiskalte Duschen mitten im Winter! Das bringt uns noch um! Ja, Sie sind eben Folterexperten. Die Partei war von Anfang an nicht gut. Ihre Worte sind süß, ihre Taten sind böse. Du, beeil dich! Raus da, wenn du fertig bist! Verschwende keine Zeit! Aufstehen, aufstehen, aufstehen! Los, Beeilung, Beeilung! Es ist feucht. Schau, ich kann das Wasser ausbringen. Der Ort ist nicht für Menschen gemacht. Meine Gesundheit hat sich in dieser schrecklichen Umgebung verschlechtert. Mein Rheuma und mein Herzleiden wurden schlimmer. Ich war schwach und hatte Schmerzen und wollte mich immer hinlegen. Aber wenn die Zeit zum Schlafen kam, hatte ich Angst. Denn das war auch eine Art Strafe. Es war so voll, dass ich mich nicht bewegen konnte. Durch die Kälte, den Schlafentzug
Und die Schmerzen wurde jeder Schritt zur Folter. Es war, als würde die Zeit stillstehen. Jede einzelne Sekunde war ein Kampf. Ich habe immerzu gebetet, Hymnen zum Lobpreis Gottes gesungen und ihn gebeten, mit mir zu sein. Was ist los? Geht's dir gut? Hey, wach auf! Was ist? Li Chengxi hat wieder Herzbeschwerden. Hä? Li Chengxi hat wieder Herzbeschwerden. Soll ich es der Wache melden? Nein. Die Wache wird nichts tun. Mach deine Schicht. Was da? Werde ich hier sterben? Gott, mein Leben liegt in deinen Händen. Selbst wenn ich es nicht überlebe, danke ich dir und preise dich. Wenn ich die Gelegenheit habe, mein Leben zu geben, um für dich Zeugnis abzulegen, werde ich es nicht bereuen. Es war es wert. Li Chengxi. Noch keine Gefangene war so stur wie du. Nach über 3 Monaten hast du immer noch nichts gesagt. Du zwingst mich in die Knie. Hör zu, erfinde einfach irgendetwas. Das präsentieren wir dann den Vorgesetzten. Du... Ich versteh's nicht. Das Regime bekämpft die Gläubigen an den allmächtigen Gott Rabiat. Woher kommt eure Motivation? Ihr gebt alles auf, entschlossen an Gott zu glauben. Ihr flüchtet, könnt nicht heim. Und bezahlt werdet ihr auch nicht. Sag mir doch, wozu das alles? Sie sind Atheisten, die nicht an Gott glauben. Was wissen Sie über den Glauben? Ihnen sind Geld, Ruhm und Status wichtig. Aber können diese Dinge Ihnen Frieden bringen? Ich glaube, Menschen mit diesen Dingen leiden mehr. Sie sind besessen von Beförderungen und Reichtum. Wer weiß, wann man sie einsperrt und ihr Leben und Ansehen weg sind. Letztendlich bekommen wir alle, was wir verdienen. Dies ist eine dunkle und böse Welt. Der Herr Jesus sagte: Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Katastrophen werden zunehmend schlimmer. Jeder ohne Glauben, ohne Buße, wird in den Katastrophen weggefegt und bestraft werden. Der allmächtige Gott drückt die Wahrheit aus, um die Menschheit zu reinigen, um uns zu retten, damit wir in sein Königreich eingehen.
Das ist etwas Wunderbares. Wir bezeugen das Evangelium. Und so nehmen andere auch Gottes Werk der letzten Tage an. Erlangen seine Rettung und werden Teil des Himmelreichs. Was ist daran falsch? Warum verfolgen sie uns dauernd? Sind sie nicht dazu da, dem Volk zu dienen? Warum lassen sie die Menschen des Glaubens nicht in Ruhe? Li Chanxi! Es ist genug! Du wagst es, uns zu predigen. Du bist ein gottgefälliges Element! Li Chanxi, deine Eltern sind alt und haben sich all die Jahre um dich gekümmert. Jetzt aber bist du nicht zu Hause und rennst für das Evangelium herum. Lässt du sie nicht im Stich? Ist dir klar, dass du sie nie wiedersehen könntest, wenn du zu 10 oder 20 Jahren verurteilt wirst? Willst du wirklich, dass sie allein sterben? Ist das nicht sehr egoistisch? Erzähle uns einfach etwas von deiner Kirche. Und wir lassen dich gehen. Wir finden dir einen Job, damit du dich um deine Eltern kümmern kannst. Was meinst du? Als ich 13 war, verhaftete man mich während einer Versammlung. Sie sperrten mich 2 Tage lang in eine dunkle Kammer. Ich weiß nicht, wie ich das ohne den Herrn an meiner Seite überstanden hätte. Als ich 17 war, wurde meine Familie verhaftet. Die Polizei folterte uns. Und Vater wurde auf einem Auge fast blind geschlagen. Vor meinen Augen schlugen sie ihn, damit ich ihnen alles über die Kirche erzähle. Sie trieben mich durch die Straßen. Zahllose Schaulustige demütigten mich immerzu. Hätte Gott mir keine Kraft gegeben, wie hätte ich solcher Demütigung und solchen Schmerzen als junge Teenagerin standgehalten? Die Gesundheit meines Vaters verschlechterte sich nach dieser Folter. Und zu Hause wurde es schwieriger. Wir hatten Probleme, zurechtzukommen. Ich wurde weiter überwacht. Mir drohte die Haft. Sie haben mich zur Flucht gezwungen. Meine ganze Familie hat seither in Angst gelebt. Und unser Leben haben sie zerstört. Als ich 23 war, tischte die Polizei meiner Familie die Lüge auf. Ich wäre gestorben. Sie baten sie, meine Leiche zu identifizieren. Meine Mutter hat es nicht ertragen. Sie brach nervlich zusammen. Und seitdem ist sie schlicht nicht mehr dieselbe. Mal ist sie verwirrt, mal geistig rege
Alle Pflichten im Haushalt musste seither mein Bruder übernehmen. Ich als ihre Tochter konnte nichts anderes tun, als zu beten und mir Sorgen um sie zu machen. Ich kann nichts für sie tun. Regierung und Polizei haben unser Haus nie aus den Augen gelassen. Nicht mal an den Feiertagen. Alles nur, um mich zu fassen. Zu Hause. Das habe ich längst verloren. Seit Jahren konnte ich nicht dorthin zurückkehren. Würde Gott mir nicht Schutz, Führung und Glauben geben, wären da nicht die Brüder und Schwestern von Gottes Haus, wäre ich schon längst. Heimkehren, das ist für mich ein unerreichbares Hirngespinst. Ich sehne mich danach, meine Eltern in meinen Träumen zu sehen. Das würde mir genügen. An diesen Dingen tragen wir keine Schuld. Das war alles die Polizei vor Ort. Damit haben wir gar nichts zu tun. Wir können mitfühlen, was du durchlitten hast. So ist eben die Parteipolitik. Uns in die Hände gebunden. Willst du, wie bei der Kulturrevolution, eine Wiedergutmachung? Die Gläubigen an den allmächtigen Gott sind gute, nette Menschen. Und gegen dich haben wir nichts persönlich. Willst du hassen, so hasse die Partei. Mehr als 4 Monate sind vergangen. Da die Polizei keine Beweise gefunden hat und ich ein schweres Herzleiden hatte, haben sie mich vorerst gegen Kaution freigelassen. Sie ließen mich von den Behörden für öffentliche Sicherheit und Justiz in meiner Heimatstadt überwachen. Li Chen-Si, rufen Sie mich an, sobald Sie ankommen. Hören Sie. Ihr Fall ist noch offen. Sobald Ihre Rolle und Aktivitäten in der Kirche bestätigt sind, bringen wir Sie zurück. Fliehen Sie ans Ende der Welt. Wir finden Sie. Rein da. Los. Die Polizei ist böse! Die Polizei ist böse! Sie sind keine guten Menschen! Raus hier! Raus hier! Die Polizei ist böse! Raus hier! Raus hier! Die Polizei ist böse! Raus hier! Raus hier! Raus hier! Li Chen-Si, nur weil Sie draußen sind, ist es noch nicht vorbei.
Sie sind ein Hauptziel der Überwachung in unserer Stadt. Jeden Monat müssen Sie sich pünktlich bei der Ortspolizei melden. Es ist Ihnen verboten, Ihren Glauben zu praktizieren. Der Kontakt zu Gläubigen und das Abreisen sind untersagt. Habe ich überhaupt keine Freiheit mehr? Sie wollen Ihre Freiheit? Gottgefällige Elemente wie Sie behalten wir im Auge. Ich werde regelmäßig nach dem Rechten sehen. Wenn wir herausfinden, dass Sie insgeheim Ihren Glauben praktizieren, bedeutet das mindestens 8 Jahre Haft. Verstanden? Machen Sie ein Foto. Mhm. Wofür ist das? Um Sie aufzuspüren, wenn Sie gehen. Ja. Helft der Regierung. Behaltet sie im Auge. Okay. Meldet sie, wenn sie mit dem Gotteszeug weitermacht. In Ordnung. Beobachtet sie. Na, willst du weg? Wo gehst du hin? Allmächtiger Gott, du weißt, was ich durchmache. Ich kann weder zu Versammlungen gehen, noch das Evangelium teilen. Gott, bitte zeig mir einen Ausweg. Manche Christen im Kreis Bayun sind am wahren Weg interessiert und wollen die Worte des allmächtigen Gottes lesen. Schicken wir ein paar Leute vorbei. Einige Brüder und Schwestern haben dort das Evangelium verbreitet. Ein Pastor hat sie angeschwärzt. Wir müssen vorsichtig sein und Leute schicken, die wissen, was sie tun. Du hast recht. Bruder Wang und Schwester Zhu wurden verhaftet. Beeilung! Als ich 2013 in Guangdong das Evangelium teilte, gab es eine weitere Festnahmewelle durch die Partei. Allein am Abend des 25. September wurden fast 200 Kirchenmitglieder verhaftet. 2014 hat die Kommunistische Partei eine irrsinnige landesweite Kampagne gegen die Kirche des allmächtigen Gottes initiiert, die 100-tägige Schlacht. Unzählige Beamte der öffentlichen Sicherheit, bewaffnete Polizisten und reguläre Beamte wurden entsandt, um Christen zu verhaften. So viele Brüder und Schwestern wurden festgenommen. Einige wurden verurteilt. Einige zu Tode geprügelt. Und einigen wurden Organe entnommen. Alles in China wird von einem Gefühl der Angst durchdrungen. Der Schatten der Terrorherrschaft der Kommunistischen Partei über Christen liegt über ganz China. Lass uns gehen. Oh Gott, bitte beschütze mich, damit ich in diesem Albtraum stark und mutig sein kann und dir bis zum Ende folgen kann.